Auguststraat in Berlijn anno 2003 ligt dit monument, enigszins verscholen tussen groen en flats. Het herinnert aan de dramatische gebeurtenissen die zich hier 60 jaar geleden afspeelden. Arische vrouwen hielden hier in 1943 hun opmerkelijke protest tegen de nazi's om hun Joodse mannen vrij te krijgen. De film van Margarethe von Trotta heeft dit stuk vergeten geschiedenis weer tot leven gebracht. Verzeihen Sie, Herr Hauptsturmführer. Maar man sagte mir, Sie könnten mir helfen. Das versuche ich ja gerade. Sie könnten Ihren Mädchennamen wieder annehmen und wären ein freier Mensch, Fräulein von Eschenbach. Ich bin seit über 10 Jahren verheiratet. Ich werde mich nicht scheiden lassen. Und das habe ich hier in diesem Hause bereits mehrmals zu Protokoll gegeben. Wenn Sie sich nicht freiwillig von Ihrem Mann trennen, werden wir Sie zur Jüdin erklären und ebenfalls evakuieren. Aber vorher könnten Sie mir ja vielleicht noch mitteilen, wo ich meinen Mann finden kann. Judenhuren erteilen wir keine Auskunft. Nicht alle Deutsche waren Monster, nicht alle Deutsche waren feige. Es gab schon immer wieder Menschen, die Juden geholfen haben. Ja? Also entweder versteckt haben oder jedenfalls nicht denunziert haben, wenn sie wussten, sie waren irgendwo versteckt. Ja? Aber das waren Einzelne. Und man weiß ja, also um einen Juden zu verstecken damals in Berlin, brauchte man 20 Menschen. Ja? Weil man, die konnten eben nicht immer an einem Fleck sein, sondern sie wurden irgendwie immer rumgeschickt, damit falls irgendwie irgendjemand was mitbekommen hat, schon mussten sie. Also das gab es. Einzelne. Immer wieder nur Einzelne. Aber hier war eben so eine ganze Gruppe beisammen. Und das war, das ist das Außergewöhnliche daran. Ja. Gehen Sie zurück. Bitte. Ach, entschuldigen Sie. Verzeihen Sie, ist das nicht das jüdische Wohlfahrtsamt? Das war es mal. Jetzt ist es zum jüdischen Gefängnis geworden. Was? Und wie kann man erfahren, wen Sie darin eingesperrt haben? Ich habe einfach behauptet, mein Mann hätte den Hausschlüssel. Der Schub ist reingegangen und hat mir tatsächlich den Schlüssel gebracht. Seitdem weiß ich, dass er da drin ist. Von Trotta heeft lang geaarzeld of ze de film wel wilde maken. Pas nadat ze met betrokkenen en getuigen had gesproken, hakte ze de knoop door. Ik heb met 12, ungefähr 12, een ganz unterschiedlicher Art. Also 2 Ehefrauen, die draußen standen, Männer, die drin waren, junge Männer, die drin waren, junge Frauen, die drin waren, junge Frauen, die draußen gestanden haben, also als Kinder noch mit ihren Müttern. Also ganz ziemlich reich als Spektrum. Ne? Und erst als ich mit diesen Menschen gesprochen habe, habe ich gedacht, doch, das ist wirklich ein Film für mich und das muss man auch machen. Und ihr guckt erst einen Moment. Und ihr guckt, ich fahre jetzt hier mit der Kamera vorbei, dass plötzlich alle da so hochgucken. Und das wird in 7:1 Kamera mit Bild. De film Rosenstrasse begint in New York. De 33-jarige Hanna Weinstein ontdekt dat haar moeder in de oorlog in Duitsland is gered door ene Lena Fischer. Deze Arische Lena was getrouwd met een Joodse man. Hanna reist naar Berlijn en ontmoet Lena. Lena vertelt Hanna over de gebeurtenissen in de Rosenstrasse. Ich will meinen Mann wieder haben. Ich will meinen Mann wieder haben. Ich will meinen Mann wieder haben. Erich! Roman! Erich! David! Leander! In allen Berichten, die ich darüber gelesen habe, hieß es immer, sie riefen, wir wollen unsere Männer wieder haben. Und das hat mir irgendwie nicht ganz so gut gefallen, dass man gleich damit anfängt, weil das klingt dann sofort so wie so eine politische, ja, so, ja. Und deswegen haben wir das so gelöst, dass die Jutta Wachowiak, ja, nach einer großen Stille sagt, ich will meinen Mann wieder haben. Ich will meinen Mann wieder haben. Ich. Und dann sagt eine andere ich. Und dann sagt eine dritte ich. Und nochmal ich. Also es geht, jede für sich sagt ich. Und aus diesen vielen Ichs wird dann plötzlich das Wir erst, ja? Wir wollen unsere Männer wieder haben. Schauen Sie sich nur um. Dort steht eine Fotografie von meinem Mann und mir. Hat einen Sturm von Erinnerungen in mir ausgelöst.
Sie haben in dem Film die Vergangenheit gemischt mit dem Heute. Warum haben Sie das gemacht? Wenn ich das jetzt eins zu eins gemacht hätte, nur den historischen Teil, hätte ich auch so getan, als wüsste ich alles. Ja? Dann bin ich ja sozusagen der Richter. So hatte ich die Möglichkeit, den historischen Teil durch die Erinnerungsbrille einer Frau zu sehen. Ja? Die alte Lena erinnert sich und erzählt. Das heißt, es ist eine ganz subjektive Beschreibung dieser Zeit. Ne? Und damit kann man mir eigentlich dann auch nicht vorwerfen, dass das falsch ist, sondern das ist ihre Erinnerung. Und so haben mir das eben zwei Frauen erzählt. Sprechen die Männer von Treue, lächle ich nur vor mich hin. Liebe ist ewig das Neue, Treue hat gar keinen Sinn. Von Trotta heeft grote moeite gehad om de film gefinancierd te krijgen. Dankzij Nederlandse co-producenten lukte het uiteindelijk. Naja, wir hatten ja das Glück, dass die Niederländer mitproduzieren wollten und es auch getan haben, sonst hätten wir den Film nicht machen können. Also wir brauchten einen Co-Produzenten, damit wir auch Eurimage-Geld bekommen. Ja. Und Gott sei Dank haben die Holländer sich beteiligt und eben auch dann mit Schauspielern beteiligt, nicht nur mit Geld und auch mit dem wunderbaren Luc Dicker, der die Musik gemacht hat. Also ich fand alle holländischen Schauspieler, die wir dabei hatten, fand ich wunderbar. Thank you.
Segen auf dein Haupt.